Ilka Fischer und Martin Fuchs sollen jetzt einen Randalierer in einem Mehrfamilienhaus bändigen. Dieser hat jedoch einen Grund für seinen Angriff auf harmlose Teddybären. Also randalieren tut hier keiner. Hallo? Hallo, hier ist die Polizei? Legen Sie mal das Messer bitte weg. Das hier mal, das ist doch nicht zu glauben. Legen Sie bitte das Messer weg. Alles klar. Wer sind Sie? Ich bin hier der Hauseigentümer, der Vermieter. Und gucken Sie mal, was ich hier gefunden habe auf der Wäscheleine. Mein Name ist Graber. Guten Tag erstmal. Hallo. Fischer, Tag. Grüße Sie, ja. Okay. Ich guck mir gerade an, was hier los ist. Lassen Sie mal kurz. Wie kommen Sie denn dazu? Also sind nicht Ihre Bären, nehme ich mal an. Nein, die sind von der da oben natürlich. Die hat die hier aufgehangen, die hat die wo gewaschen. Die sind auch noch feucht. Die hängen hier auf der Leine zum Trocknen. Und ich habe gerade hier beim Rundgang gemerkt, dass da irgendwie was zu erkennen war. Und Lassen Sie meinen Kollegen bitte einmal. Also haben Sie jetzt einen, war einer beschädigt oder was? Oder wie sind Sie da drauf gekommen? Ich habe das schon von Weitem gesehen, dass da irgendwas drin ist, weil einer war offen und dann habe ich die alle aufgerissen. Hier hängen ja noch mehr, da wird auch noch überall was drin sein. Da sind überall so Tütchen drin. Okay. Und dann ist hier der Tätowierte da oben. Der ist ja bekannt dafür. Moment. Ilka, schau mal. Die sind also komplett gefüllt, die Biester, ne? Die anderen auch? Augenscheinlich, ja. Okay, ja. Fühlt sich so an, ja. Ja, sollten wir so lassen. Die nehmen wir mit, erstmal ins Auto, dass sie hier nicht wegkommen. Dass keine, hier sind ja Kinder offensichtlich auch. Hier wohnen auch Kinder im Haus, ne? Ja, selbstverständlich. Sieht so aus. Ja. Da die 15-Jährige da oben. Aber der, ihr Freund, der hat damit zu tun, den gehören die Drogen. Ich sag Ihnen das. Der kifft Guten Tag. Ich nehme die Bären mal an mich. Ja, was ist denn wieder für ein Problem, der Mensch? Guten Tag. Sie Guten sind? Tag. Ich bin Carmen Herbst. Fuchsmantel. Guten Tag. Ich habe keine Ahnung. Gehören die Ihnen hier, die Teddys? Nee. Wem gehören die denn? Wissen Sie das? Nee, das weiß ich nicht. Gehören gar keinen, ist klar. Ne? Gehören überhaupt niemanden. Also oder Sie wie? Sagen, die Teddys gehören der jungen Dame hier? Ja, ich kann es ja nicht beweisen, aber das ist die ganze Familie da oben. Also bei junger Dame hatte ich jetzt mit jemand deutlich Jüngerem gerechnet. Ja, mit der Tochter. Mit der Tochter. Mit der Elli. Die ist, ist die immer noch mit den Typen da zusammen? Mit ja, dann sprechen wir vielleicht doch mal mit Elli. Die 15-Jährige und ihr 3 Jahre älterer Freund geraten in den Fokus der Ermittlungen. Der Verdacht erhärtet sich, als das Pärchen plötzlich mit einem weiteren Teddy auftaucht. Hallo, wer so, sind Sie der denn? Nächste Teddy. Ich bin der Freund von der Elli. Okay, die Teddys hier, wem gehören die? Gehören die Ihnen? Mein Teddy sind oben im Zimmer. Und die haben Sie auch noch nie gesehen? Die nicht, nein. Den ist er kaputt? Zeigen Sie mal. Dürfen wir den mal kurz nehmen? Einmal. Stellen Sie mal runter. Wir machen ihn nicht kaputt. Lassen Sie mal los. Mein Kollege ist gut mit Teddy. Gucken Sie doch mal. Mach ich denn mal vor? Da ist auch was drin. Und du fasst mich hier nicht an. Du kommst hier gar nicht mehr raus. Schluss. Und jetzt ganz ruhig, hier, Freunde. Darüber. 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 Guck mal. War noch mehr. So, jetzt haben Sie mir was zu erklären. Erklären Sie mal. Erklären Sie. Wie gesagt, ich hatte es gerade schon mal gesagt, eine nicht geringe Menge, die sich natürlich sehr hoch auch in einem Event. Hey! Lassen Sie mal! Hallo. Kann doch nicht wahr sein! Sagen Sie mal, es ist Ihnen hier nicht in Ordnung. So, und jetzt hören Sie mir mal gut zu. Runter auf den Boden. So. Ich glaube es nicht. Also, ich bin ja nicht der Drogendealer, ich bin ja der Hauseigentümer. Ja, aber benehmen können Sie sich anscheinend auch nicht. Doch, kann so, ich. Und jetzt kommt eine ganz klare Ansage. Wenn ich Sie jetzt noch einmal hier zur Seite packen muss, dann kriegen Sie von mir die 8 an. Ist das angekommen? Alles klar. Ich habe jetzt keine Lust, mich nochmal mit Ihnen hier auf den Boden zu rollen. Alles klar. Ja? Alles klar. Die Indizien scheinen eindeutig. Offenbar hat das verdächtige Pärchen die Teddys zum Drogenschmuggel missbraucht. Doch dieser Fall soll gleich eine unvorhersehbare Wendung nehmen. Ich schlage jetzt vor, wir gucken uns mal an, wo Sie vielleicht Ihr was Kinderzimmer hat. Sie? Ja, wir würden uns das gerne mal anschauen. Ja? Sie wohnen auch hier? Nein, das ist mein Freund. Freund, was ist denn hier los? Was ist denn da? Alles gut. Guck mal da. Sie kennen die Leute? Das sind unsere Nachbarn. Geht das öfter so? Nee, eigentlich nicht, weil der Herr ist eigentlich nie zu Hause. Okay. Aber du musst mir vorher beschreiben. Hallo! Was ist denn jetzt? Aber die. Komm. Ich verstehe es nicht mehr. Hallo! Gucken Sie mal. Alles okay bei Ihnen da oben? Ja, danke. Ist alles okay. Müssen wir nicht raufkommen? Ich will die Blumen wieder wegnehmen, die ich hier pflanzen will. Weil so viel Vertrocknete da waren. Ja, das macht man dürfen aber wir auch mal nicht. Reinkommen? Alle weggeschmissen. Das macht man dürfen auch nicht. Dürfen wir mal ne? reinkommen? Das ist der Mieter. Wenn Sie unbedingt müssen. Komm. Ja, ja gut, tun wir. Weiter, ne? Wie kommen wir denn ins Haus? Hier an der Seite? Nein, hier. Vorne. Wirklich fett, ey. Hier ist es los so. Ja, ich habe schon mal zugemacht, damit die Sachen hier nicht wegkommen. Hör mal, ich glaube, mein Schwein pfeift hier. Auf dem Weg zu dem streitenden Pärchen machen Ilka Fischer und Martin Fuchs im Treppenhaus eine interessante Entdeckung. Große Mengen vertrockneter Hanfpflanzen.
Was ist mit den Tütchen, die vor der Tür stehen? Den Beutel? Ja, die habe ich da im Zimmer gefunden. Ich wollte das nur schön machen. Er hat mir den Schlüssel gegeben, dass ich den Brief aus dem Briefkasten hole. Sie sind eine Nachbarin. Und ich bin die Nachbarin. Oh, sehr schön. Und wollte nur ein bisschen sauber machen. Zeigen Sie mir doch einmal, wo haben Sie die gefunden? Ja, die habe ich hier gefunden. Wo denn? Danke schön. In diesem hier. Ja. Ja, aber da musst du jetzt nicht da rein. Nette alte Dame, das und jetzt wollte ich Sie neue Blumen pflanzen, damit es wieder schön aussieht. Ja, die Blümchen finde ich auch ganz spannend. Ich glaube, hier hatten wir gerade schon ein paar Exemplare von. Allerdings. Hast du gesehen? Hier ist auch eine dementsprechende Wärmelampe. Dankeschön. Sie halten sich bitte in Ihrer Wohnung auf, ich komme jetzt gleich zu Ihnen. Ja. Du hast gesehen, hier ist eine dementsprechende Wärmelampe. Ach, guck mal. Ja, die Teddys hier, gleiches Modell wie eben. Und die waren vertrocknet, gnädigste? Die waren vertrocknet alle und ich hab's nur gut gemeint. Wer hat die denn aufgestellt? Ich weiß es nicht. Mein Nachbar, der hat gesagt, euch sollten da der Post, aber ich hab's gut gemeint. Wollte Ordnung schaffen, ein bisschen sauber machen. Mein Gott, das ist nun mal bei uns alten Menschen. Aber schauen Sie doch mal. Sind das die? Darf das ich sind die. Das selbstverständlich. Sind die Personalien des jungen Mannes. Sind das die Pflanzen, die Sie da entsorgt haben, die Sie hier aus diesen Töpfen gezogen haben? Genau, die habe ich da rausgezogen. Die sind da alle vertrocknet. Ja, da haben Sie natürlich recht. Da müssen die weg. Das ist richtig. Die ältere Dame hat keine Ahnung, dass sie die Hanfzucht ihres Nachbarn zerstört hat. Martin Fuchs fordert eine Erklärung des mutmaßlichen Marihuana-Dealers. Und jetzt denke ich, haben Sie mir was zu erzählen. Das sind einfach nur kleine Pflanzen, nichts Wichtiges. Hören Sie mal, ziehe ich mir einen Hut mit dem Hammer auf, oder was? Nein, natürlich nicht, aber... Also, nochmal. Es ist Ihre Wohnung, es sind Ihre Pflanzen. Sie können sich jetzt versuchen, rauszureden, aber Sie werden jetzt erstmal beschuldigt, da im Strafverfahren sein. Das heißt, wir werfen Ihnen jetzt vor, die Cannabispflanzen aufgezogen zu haben. Ist natürlich eine Straftat, ist nicht erlaubt. Sie müssen sich zu dem Tatvorwurf nicht äußern. Sie können es machen. Was Sie machen müssen, ist uns Ihre Personalien geben. Das haben Sie jetzt gerade getan. Und wir werden Sie jetzt gleich mit zur Wache nehmen. Okay. Ja, also Sie können etwas sagen. Ob es sich strafmildernd auswirken kann, weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ob sich das lohnt, wenn ich irgendwas jetzt noch sage, wo alles... Probieren wir es doch mal aus. Naja, ich habe einen kleinen Nebenjob, das ist alles. Mhm. Und der kleine Nebenjob ist dann eben halt die Aufzucht von Cannabispflanzen und dann Verkauf von Betäubungsmitteln. Ich habe da so ein paar Freunde und die brauchen das. Wie kommen denn die Pflanzen, beziehungsweise die Teddys, wo sie es reingefüllt haben, unten an die Wäscheleine? Das weiß ich nicht. Also der Umstand selber ist ja schon schlimm genug, dass sie jetzt hier mit Drogen, die abfüllen, handeln, die hier aufziehen und so weiter. Ja, Drogen, aber sie haben natürlich, sagen, das sind, es sind Betäubungsmittel, Punkt. Das ist natürlich was ganz anderes, wenn ich mit meinem Köfferchen oder meiner Sporttasche voll mit Paketen, Drogen, Heroin, Cannabis oder Ähnlichem unterwegs bin. Es ist sehr viel unauffälliger, wenn ich Dinge im Paket irgendwo verschicke, wenn ich Dinge natürlich verstecke. Hier natürlich auch noch besonders toll, leicht zu öffnen, die Pakete rein, mit der Nadel einmal zugenäht, fertig. Das nehmen natürlich sehr, sehr viele Straftäter in Anspruch, sich irgendwelche Dinge zu suchen, Püppchen, Teddys, weil sie harmlos wirken. Und deswegen haben wir da ein besonderes Augenmerk drauf. Die weiteren Ermittlungen haben ergeben, dass die bemühte Nachbarin aus Nettigkeit die Teddysammlung ihres Nachbarn gewaschen und zum Trocknen auf die Leine gehängt hat. Der Freund der Tochter hatte somit nichts mit der Sache zu tun. Zerrissen ist er jetzt trotz alledem. Da ist der junge Mann für haftbar zu machen. Er muss den ersetzen. Aber wenigstens hat sich's aufgelöst. Ganz genau. Von Ihrer Seite haben Sie da nichts weiter zu erwarten. Falls noch mal Fragen sein sollten zu dieser Gesamtsituation, würden die Kollegen sich noch mal ansprechen. Okay. Eine Frage stellen. Jetzt bitte, entschuldigen. Ich habe euch beide gerade wirklich wo zu Unrecht beschuldigt und es tut mir auch so leid. Was soll ich sagen? Ja, macht mein Teddy jetzt auch nicht wieder. Ja. Der hätten wir gerne. Ja gut, okay, da hat er jetzt mit dem Teddy erstmal nichts zu tun. Sie warten bitte auf die Kollegen jetzt gleich nochmal. Und ich denke, man kann sie jetzt in Frieden zusammenlassen. Also auch tätowierte Menschen sind nett. Ich möchte mich trotzdem entschuldigen. Bei dir auch, ehrlich.